Hi, ich bin der Erik, ich bin Ramp Agent beim DHL Hub Leipzig. Ich habe heute die Möglichkeit bekommen, euch eine Nacht lang mit zur Arbeit zu nehmen und euch meine Tätigkeit als Ramp Agent hautnah zeigen zu dürfen. Wie ihr sehen könnt, ich bin ausgestattet mit genug Equipment, um euch die ganze Nacht jede Perspektive und jede Sichtweise zeigen zu können. Wir haben es jetzt 20 Uhr, das heißt, meine Schicht beginnt in gut 2 Stunden und als erstes nehme ich euch mit auf den Weg zum Hub. So, ich bin jetzt von zu Hause zur S-Bahn-Haltestelle gelaufen. Wir warten jetzt hier, bis die S-Bahn gleich kommt und dann fahren wir Richtung Leipziger Hauptbahnhof und von da aus dann Richtung Schkeuditz. Angekommen am Leipziger Hauptbahnhof, trifft man auch schon die ersten Kollegen. Hallo Hutsche. Und gemeinsam fahren wir jetzt zum Schkeuditzer Bahnhof und von da aus geht es dann weiter mit unseren Bussen hoch zum Hub. So, nachdem wir jetzt den kostenlosen Shuttle-Service vom Schkeuditzer Bahnhof zum Terminal 1 genutzt haben, sind wir jetzt angekommen und als nächstes geht es dann zum Security-Check, damit wir in den Sicherheitsbereich des Flughafens kommen. Bevor wir zum Security-Check gehen, wollte ich euch noch zeigen, dass ihr ja auch im Hub die Möglichkeit habt, euch umzuziehen. Euch stehen hinter mir die Umkleiden zur Verfügung. Ich habe mich schon zu Hause umgezogen, also kannst du mich gleich zum Check gehen. So, nachdem wir jetzt vom Security-Check zum Shelter gelaufen sind, möchte ich noch kurz erklären, warum wir durch den Security-Check müssen. Natürlich sind wir auf dem Flughafen im Hochsicherheitsbereich. Jeder, der in Urlaub fliegt, muss, bevor er in das Flugzeug kommt, auch durch einen Sicherheitsbereich gehen. Dies müssen wir jeden Tag machen. Das heißt, wir müssen auch unsere Jacken ablegen. Alles, was wir bei uns führen, in eine extra Box packen. Das wird gescannt. Wir müssen auch nochmal durch einen Tunnel durchgehen. Manchmal werden wir auch noch rausgezogen und müssen selber nochmal direkt abgesucht werden. Wenn alles passt, dürfen wir durchgehen und gehen dann zu unserem Shelter. So, wir laufen jetzt vom Shelter Richtung Stand. Der Stand ist immer wie ein Gate, wo das Flugzeug dann ankommen wird. So, nach unserem Briefing haben wir dann auch gleich den ersten Auftrag erhalten. Wir machen einen Airbus A321. Wir haben jetzt den Stand vorbereitet. Dazu gehören zum einen die Kegel und Cones bei mir im Hintergrund, einen kleinen Highloader fürs Lower Deck, die Treppe und einen Highloader fürs Main Deck. Das sind die grundlegenden Sachen, die wir vorbereiten, wenn die Maschine oder bevor die Maschine kommt. Aktuell ist es noch relativ ruhig, aber später werdet ihr sehen, wird hier der ganze Hof voll sein. Wir haben jetzt noch ca. eine halbe Stunde Zeit, ehe die Maschine da ist. Bis dahin haben wir jetzt schon mal den Stand vorbereitet und werden jetzt noch alles weitere papiertechnische und unsere Gruppeneinteilung machen. Und sobald die Maschine da ist, geht es weiter. So, unsere Maschine ist jetzt gelandet und wird jetzt durch den Marschaller zu uns geführt. Es wird jetzt gleich ein bisschen lauter. Darum kann ich gleich nicht mehr so viel erzählen. Sobald die Maschine da ist, werden wir die Maschine annehmen. Ich hoffe, danach kann man mich dann auch wieder verstehen. So, das rote Blinklicht, was ihr gerade gesehen habt, ist jetzt ausgegangen. Das ist das Zeichen dafür, dass wir die Maschine annehmen dürfen. Das heißt, meine Kollegen stecken jetzt den Bodenstrom, legen die Chocks, stellen die Kegel hin und die Crewtreppe. Und dann sehen wir uns gleich oben auf dem Handy. Basic. Yeah.
nachdem die Maschine jetzt angenommen wurde, hat mein Kollege jetzt mit dem sogenannten High-Loader, mit der großen Hebebühne, oben ans Flugzeug ran, damit wir gleich hochgehen können, um die Container rauszuholen. Stand. Wir sind auf der 425. Ich hoffe, dass man das da oben sehen kann. Das ist unsere Dockingstation. Da steht zum einen dran, welche Maschine gleich reinkommt. Und sobald die Maschine da ist, läuft für die Piloten oben eine Meteranzahl runter, damit die wissen, an welchem Punkt da vorne von der gelben Linie sie anhalten müssen. Die jetzige Maschine ist eine Boeing 757. Dies wird ein Turnaround. Das heißt, die Maschine kommt rein, wird ausgeladen und geht auch wenige Zeit später gleich wieder raus. Wir nennen es auch gerne umsprachlich Midnight Runner. Da drüben seht ihr noch die Maschine, die wir gerade ausgeladen haben. Und unsere Maschine müsste jetzt auf jeden Moment reinrollen. So, da kommt der Marschaller. Und der müsste hinten dran gleich die Maschine haben. Da kommt sie. Und der führt sie jetzt wieder zu uns an den Stand. Wichtigste ist getan, Treppe steht, Strom ist dran, Kegel, Schocks sind gelegt. Jetzt müssen wir noch von der Crew die Koffer rausholen. Das machen wir mit dem kleinen Band, was hier vorne steht. So ein typisches Flughafen-Kofferband. Und wir checken dann auch gleich noch den unteren Frachtraum, ob sich dort noch Fracht befindet. Aber hier in dem Fall sollte es ja sein. Arbeit hier.
Geschäftsgelände raus. Und hier haben wir die Koffer von der Crew und Zollpapiere. Das geht jetzt hier alles aufs Land. Gucken wir noch mal ganz schnell rein, ob alles in Ordnung ist. Ob hier kein Paket oder ähnliches mehr drin liegt. Aber hier sieht es gut aus. Und dann können wir alles wieder zumachen. So, jetzt befinden wir uns im Main Deck von der Boeing 757. Ich laufe jetzt gerade mal von vorne nach hinten, um euch das mal zu zeigen. In dieser Maschine können 15 Container geladen werden. Hier an der Seite steht auch nochmal dran. Die roten Markierungen sind immer für große Paletten und die schwarzen sind für unsere normalen Container. Dann haben wir hier unsere Loks. Die halten dann den Container, damit dieser sich nicht nach vorne und hinten verschiebt. Von hinten sieht das Ganze so aus. Und hier kommt jeder Container Stück für Stück dann in die Maschine rein. Da ich nicht weiß, ob man es am Anfang gehört hat, nehme ich jetzt mal beim Headset mit und versuche mal das Gespräch zwischen mir und dem Pilot mit aufzuzeichnen. Leider kann ich das Handy nicht quer halten, aber ich hoffe trotzdem, dass das funktioniert. Das rote Licht ist an, also sollte es auch gleich losgehen. Clear for push, the brakes are set. Okay, so can I release the park brake, please? Park brake released. Park brake is released and we start the push back. Okay, the area is clear. You can start the Endless 2-1 at Siemens, please. It is done. 2-1 at Siemens. Flatback over. Okay, the pushback is complete. Can you set your park brake, please? The park brake. Thank you. Ich hoffe, dass sich die Geräuschkulisse auf dem Video noch in Grenzen hält. Kurze Erklärung, ich habe dem Piloten jetzt gerade erzählt, dass er die Triebwerke 1 und 2 starten darf. Triebwerk Nummer 1 ist, dass er drüben auf der rechten Seite in Flugrichtung gesehen, das läuft schon. Und jetzt startet er gerade Triebwerk Nummer 2. Das läuft jetzt gerade an. Und jetzt muss ich bloß noch warten, bis er mir das okay gibt, dass ich die abschließen kann. Alles abmachen kann und dann der Headset-Vorrat beendet. We have two good stars at this connect, so headset, you see me on the left side, have a good flight, see you next time, bye. So, wir gehen jetzt in die wohlverdiente Pause. Wir verbringen unsere Pause immer zusammen im Pausenshelter hier bei uns auf Alpha Süd, zusammen mit der Gruppe. Falls ihr aber doch Hunger verspürt in der Nacht, könnt ihr gerne hinten im T2 oder im T1 in die Kantine fahren. Dort werdet ihr natürlich rund um die Uhr mit Essen versorgt.